Ich freue mich sehr, dass ich hier in Rheinhessen bin, beim Fritz Gröbe. Er gehört zu dem ganz kleinen Kreis deutscher Elite-Spitzenwinzer. Er hat einen Schuss im Jahr, wo er den Wein machen muss. Ja. Ich habe hier zwei Mitarbeiter, die sind seit 40 Jahren bei mir. Gehört zu den Winzern wie Keller, auch Wittmann, die einfach diese Region zu dem gemacht haben heute, was ist so in einer der spannendsten Weinregionen, die es in Deutschland gibt. Natürlich muss man auch noch andere viele Winzer nennen, die dort eine Rolle spielen. Stellvertretend für die hier in Westhofen ist der Fritz schon eine ganz besondere Nummer. Ich bin Friedrich Gröbe, bin Winzer hier in Westhofen und unser Weingut gibt es seit 1763 hier. Ich mache das mit großer Passion und Leidenschaft. Ja, jetzt komm her, mein Lieber. So, machen wir das. Was ist das? Vinissima. Frauen und Wein e.V. Das ist meine Frau. Ja, ja, willst du doch Mitglied werden? Ja, unbedingt. Total hasst, aber was ich an ihm liebe. Er ist ja nicht nur ein unglaublich empathievoller, sensibler, hochgebildeter Mensch. Man muss mal von ihm einen Brief bekommen. Das ist ein Wahnsinn, wie schön er das machen kann. Aber unter anderem spielt er wahnsinnig fantastisch. Ich habe meine neue CD gekauft. Ja, ja, Queen ist ja toll Klavier. Unglaublich toll, aber er spielt nie für Fremde. Nur wenn ich mal ganz alleine bin. Ja, nur für mich immer. Also, das Tolle an den Winzern, ein guter Winzer wie der Fritz Gröber trinkt die großen Weine dieser Welt. Hier sehen wir gerade, was er da getrunken hat. Das ist dann hier zum Beispiel hier, Rousseau, sehe ich gerade. Ich sehe Cheval Blanc, Chateau Lafite, Grand Argisseau, Chateau Moussard aus dem Libanon. Also, da hinten Mouton Rothschild, Staatsweingüter, Krug, Champagner. Das ist alles so, was er in der letzten Woche getrunken hat, oder? Ja, also die letzten drei Tage. Nein, das trinkt man halt so. Weil Wein ist ja natürlich wichtig, weil wenn man sich einen Wein ertrinkt, da geht es um Geschmacksvorstellung. Geschmacksvorstellung heißt natürlich, was für ein Wein mache ich? Und das ist ein ganz großes Thema. Ihr müsst verstehen, Winzer haben im Gegensatz zum Koch, der ein Produkt üben kann. Er kann zum Beispiel ein Steak oder ein Gericht oder so mehrfach üben, mehrere Tage, dann kriegt er das optimal hin. Ein Winzer hat ein ganz anderes Thema. Er hat einen Schuss im Jahr, wo er den Wein machen muss. Und dann muss er gucken, was ist der Weg, wohin er geht. Das ist ein ganz großes Thema. Ja. Jetzt gehen wir rüber. Wir probieren jetzt hier mal Auliette und Kirschspiel. Das sind zwei super schöne Weine aus dem Jahrgang 2017. Repräsentieren so die Spitze des Rieslings, was wir hier machen. Deine liebenswürdige, nette Art hat uns geführt, dass du so ein anständiger Kerl bist. Ich glaube, so anständiger, liebenswürdiger Mensch. Jetzt ist aber mal gut. Ja, jetzt ist mal gut. Wir kommen Mitarbeiter von mir. Yusuf, stellst du da in die Garage? Ja. Ich habe hier zwei Mitarbeiter, die sind seit 40 Jahren bei mir. Und denen kann ich nicht sagen, sie brauchen nicht mehr kommen, das geht gar nicht. Die dürfen auch mit fast 80 noch herkommen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in Weinberg. Machen wir Montag weiter, ja? Ja. Ja, weil Yusuf hat gesagt, morgen soll es eh schlecht Wetter sein. Ja. Montag kommen wir wieder. Montag kommen wir wieder. Okay, ja? Alles klar. Mach's gut. Also diese Form, wie du deine Arbeit betrieben hast, hat natürlich auch etwas getan, wo du mal gesagt hast, ich sollte mal über deine Weine schauen und mal gucken, was ich überdenke und ob das eine Daseinsberechtigung hat. Und dann habe ich damals so gesagt, lieber Fritz, du hast ein Thema, das du wohl verstehen musst, dass deine Weine in der Form, wie du sie jetzt ausbaust, erst in einigen Jahren verstanden werden. Weil sie brauchen auch eine Zeit, bis sie liegen, bis sie gereift sind, bis sie ihre Aromatik erfüllen. Und so ist ja ein langer Weg gegangen, wo wir dich begleitet haben oder du mich begleitet hast. Ja, hier ist unser Weinberg. Die Reben sind hier schon gebogen. Gebogen werden die Reben, damit die Triebe, die hier auswachsen, dann aus diesen Augen, dann schön gerade wachsen. Die werden hier zwischen diese zwei Drähte geklemmt. Die
Trauben sind dann hier in dieser Zone und dadurch werden die optimal besonnt und wir können diese ganze Laubwand dann auch wunderbar gestalten. Die Rebe wird ja 20 Meter und mehr wachsen, aber wir wollen ja, dass der Stamm nicht höher wird als so, damit das hier in diesem ganzen Erziehungssystem auch funktioniert. Und was wir hier eigentlich machen, ist in gewisser Weise eine Bonsai-Erziehung, wenn man das so will. Ich hole jetzt gerade mal was ich gerade sehe, weil wir haben mal hier was entdeckt vor vielen Jahren, das war die älteste Lagenkanne der Welt im Rheingau. Und danach haben wir noch das nächste Mal das andere gemacht und ich sehe gerade die Karte. Das ist eine wunderbare Karte hier, aber der Ralf weiß das besser als ich und man sieht ja auch, wo ich sie her habe. Wann wurde die Karte gemacht? Die Karte wurde damals von Napoleon beauftragt an Truchon, dem Generalfeldmarschall. Dazu muss man wissen, dass 1971 eine Gebietsreform gab. Mhm. Dazu muss man wissen, dass es vor 30 Jahren eine Weinrevolution gab in Deutschland. Und wir hatten natürlich damals, oder ihr habt natürlich das große Thema, was ist eine gute Lage? Wenn man das hier sieht, ja, was hier rot ist, ist ja eingetragene Weinbergsflächen. Und das deckt sich relativ gut hier in diesem Bereich mit dem, was wir als große Lage und auch erste Lage dann in den letzten Jahren klassifiziert haben. So, hier sind wir in unserer Schatzkammer. Wir lagern hier Weine zurück bis Jahrgang 1911. Das ist quasi das Gedächtnis des Weingutes. Da kann man zurückgreifen, auch auf 50 Jahre alte Weine und noch älter und kann sehen, was haben denn die Vorfahren vor 50 oder 60 Jahren für Wein gemacht und wie passt das noch zusammen zu der Stilistik, die ich heute mache. Hier ein Jahrgang 1989, das war mein zweiter Jahrgang, den ich selbst machen konnte. War ein großes Jahr, hat mir damals sehr viel Freude gemacht. War die erste schöne Auslese, die ich machen konnte. Und das geht auch zurück, ist 1911 wie gesagt und auch viele Flaschen aus den 20er Jahren. Jetzt natürlich hier ohne Etikett und weil die Etiketten, wie man ja auch sieht, so ganz langsam hier verschimmeln. Wenn sie lange lagern, sind sie schwarz. Das ist jetzt ein 1920er, umgekorkt am 22. Januar 2004. Man sieht hier schön die mundgeblasene Flasche, genau die gleiche Form, wie wir sie heute verwenden. Hier ist eine von 1911, eine Westhofener Auslese, umgekorkt am 17.01. auch 2004, auch im Mund geblasene Flasche. 30er Jahre, 40er Jahre, dann gibt es auch wieder mit Etiketten, die man noch ein bisschen lesen kann. 1970. Und hin und wieder wird auch mal so eine Flasche geöffnet zu besonderen Gelegenheiten. Was sagst du denn eigentlich jetzt zum 2018er? Das ist doch der Jahrhundertjahrgang, oder? Ohne Zweifel ein sehr außergewöhnlicher Jahrgang. Es ist ein Wunder der Natur, das muss man sagen. Wenn man von einem Jahrhundertjahrgang spricht, ist das immer sehr schwierig, weil an was macht man den Jahrhundertjahrgang fest? An der ausnahmslos großen Güte dieser Weine, an der ausnahmslos großen Menge dieser Weine, dieser Güte. Also 2018 ist definitiv ein Jahrhundertjahrgang, wenn man sagt, in einer solchen Menge sind so gesunde, vollreife Trauben meines Wissens noch nie gewachsen. Aber hast du eigentlich das Grauburgunder schon von 2018 fertig? Ist dann heute gefüllt. Kann man nicht? Nein, kann man nicht. Warum nicht? Es ist vollkommen füllkrank. Ach, Stress. Stell dir vor, du sitzt ein halbes Jahr lang oder länger in einem relativ großen Raum und hast dich da entfaltet und fühlst dich da wohl. Und dann kommt so einer und sperrt dich innerhalb von einer Stunde in eine solche kleine Flasche ein. Das würdest du nicht toll finden. Wie lange braucht das, bis der sich dann so ein bisschen stabilisiert? Eine Woche, zwei Wochen? Im Allgemeinen so 2 bis 3 Wochen. Und dann ist der Wein wieder probierfähig. Ich mache es so, nach der Abfüllung probiere ich keinen Wein grundsätzlich, den frisch gefüllten. Ich warte mindestens 10 Tage, weil ich mir diese Enttäuschung nicht geben will. Und ich zeige auch keinen Wein, weil wenn man jetzt so einen Wein aufmacht und den zeigt und dann probiert der und das ist der erste Eindruck und dieser wird im Hirn verfestigt bleiben. Wir können uns doch freuen, dass 2018 was Tolles kommt, oder? Ja, es wird sehr trinkfreudige, süffige Weine geben.
ja, das macht es aus. Das ist eben diese Verbindung aus dieser Tradition, aus dieser Geschichte, aus der Historie und der Moderne. Wein ist in höchstem Maße Genuss, ist Kultur, ist Lifestyle, ist Spaßfaktor und gehört eigentlich zu einem erfüllten Leben absolut dazu.